Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Rise Up Podcast, dein Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Glück und innere Stärke in deinem Leben. Heute wieder mit einem ganz, ganz tollen Interviewgast. Ich freue mich total, hat sehr spontan reagiert und zugesagt. Das macht mich sehr glücklich. Herzlich willkommen, liebe Sonja Koplin. Ja, danke, dass ich hier sein darf, lieber Steffen. Ich freue mich schon sehr auf das Interview. Vielen Dank. Ich mich auch, vor allem, weil ich wieder weiß, was uns erwartet. Liebe Sonja, du bist Expertin für das Thema Selbstverwirklichung oder sogar Nummer 1 Selbstverwirklichungsexperte hier im Raum. Sag uns doch mal bitte, was sich da so hinter verbirgt. Dahinter verbirgt sich tatsächlich eine riesengroße Herzensmission und ein Teil meiner persönlichen Geschichte, denn ich helfe Menschen dabei, wirklich das Leben zu erschaffen, was sie sich aus tiefstem Herzen wünschen. Und das war ganz lange ein Thema bei mir. Es hat eben nichts funktioniert, was ich manifestieren wollte. Ich habe eher das Leben der anderen gelebt als mein eigenes und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig es für uns Menschen ist, zu uns selbst zurückzukehren. Das ist ja auch Teil deiner Message und dementsprechend sich auch wirklich zu erlauben, dass Leben zu führen, was man sich wünscht. Okay. Jetzt steckt, wie bei den meisten Leuten bei dir, ja auch so eine Geschichte dahinter, wie du dazu gekommen bist. Ja, also wie es dazu kam, dass du dich intensiver mit diesen Themen befasst hast. Vielleicht magst du die mit uns teilen? Ja, sehr, sehr gerne. Also mit mir hat damals das Universum wirklich gesprochen, als ich mich 2016 im totalen Burnout wiedergefunden habe. Ich war damals im Immobilienvertrieb tätig, kam gerade frisch aus der Uni, da wurde mein Vertrag nicht verlängert. Ich war kurz davor, den Doktortitel zu machen und für mich stand immer fest, akademischer Werdegang und ich konnte mir eigentlich nie was anderes vorstellen. Und als damals mein Chef zu mir gesagt hat, ja Sonja, ich kann dich vielleicht nicht weiter beschäftigen, wurde ich zum ersten Mal mit so richtigen Existenzängsten konfrontiert. Habe damals den Schritt gewagt, wirklich ins Immobiliengewerbe zu gehen, also was ganz anderes zu machen, Immobilienvertrieb zu machen, weil ich mir das alles so schön vorgestellt habe. Ja, ich war auch später beim Luxusimmobilienmakler und es war genau das Gegenteil von dem, weil es hat mich in keinster Weise erfüllt und damals konnte ich wirklich nicht mehr aufstehen. Ich hatte überhaupt keine Energie und ich hatte damals keine andere Chance, außer meinem Herzen zum ersten Mal zuzuhören und dem zu folgen und bin das Risiko einfach eingegangen. Ja, und darf jetzt wirklich ein Business führen, was aus dem Herzen herauskommt, was mir so viel Erfüllung gibt und vor allem auch so viele Menschenleben jetzt gerade verändert. Ja, toll. Das hört sich toll an oder nach einer tollen, tollen Entwicklung. Was hast du studiert? Ich habe tatsächlich Sozialwissenschaften studiert, war ein sogenannter ZDF-Mensch, Zahlen, Daten, Fakten. Also das, was heute für mich so völlig normal ist, so selbstverständlich, das, was ich den Menschen auch weitergebe, hat in meiner Welt damals gar nicht existiert. Und ich glaube, das war auch so der springende Punkt, warum es einfach nicht funktioniert hat oder warum ich nicht so die Ergebnisse im Außen hatte, die ich gerne gehabt hätte. Boah, spannend. Das ist ja so eine Transformation, ist ja total spannend. Ja. Ich habe witzigerweise übrigens, ich hatte die Leistungskurse Englisch und Pädagogik und habe mich dann entschieden, Maschinenbau zu studieren. Das war ähnlich konträr, ne? Das passte gar nicht. Waren auch diverse Gründe. Aber wie ist es denn, was mich interessieren würde, wenn man jetzt in so einem Tief steckt, ne? Und es geht einem wirklich nicht gut. Man merkt, okay, irgendwas läuft nicht. Wie hast du denn dann den Weg gefunden zu deinem Herzen? Weil du sagtest, dann kamst du irgendwie auf dein Herz, aber da musste ich ja irgendwas quasi hingeführt haben. Mein Leben war damals ganz laut, das heißt, ich habe mich abgelenkt. Egal, ob das, ich glaube, das kennen wir alle, Phasen waren, wo ich mich mit Alkohol betäubt habe, viel feiern war, viel unternommen habe, exzessiv Sport getrieben habe. Also ich war immer in der Ablenkung und dieses Burnout hat mich tatsächlich ins Bett gezwungen, auf die Couch. Und auf einmal war ich da ganz alleine mit mir. Ich hatte auch teilweise wirklich keine Kraft, irgendwie Musik zu hören oder Fernsehen zu gucken. Das ist wirklich so, man ist schon fast, also man vegetiert wirklich nur vor sich hin, weil man gar keine Energie mehr hat. Und da konnte ich gar nicht anders, weil in diesen Momenten können wir diese Stimme erst wieder wahrnehmen, wenn es ganz still in uns wird. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so richtig mit mir selbst konfrontiert worden bin und mit dem, was da in meinem Herzen wirklich für mich auch geschlagen hat und mich natürlich auch am Leben erhalten wollte. Das heißt, es war auch ergo in dieser Zeit so,
für jeden Schritt, der nicht in die richtige Richtung ging. Also immer wieder, wenn ich mich beworben habe in festangestellten Verhältnissen, hat mir das Universum sofort wieder die Energie weggezogen und gesagt, nein, so nicht. Und das war am Anfang so, okay, so schwierig, wenn ich das überlege, weil keiner aus meinem Umfeld hatte was mit Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu tun. Ich habe die ganze Zeit habe ich mir so gedacht, oh Gott, wenn du jetzt damit eine Homepage oder so, wenn du damit rausgehst, die halten dich wirklich für völlig bescheuert. Und das war ein innerer Kampf, den ich da ausgefochten habe. Aber ich habe gemerkt, je mehr Schritte ich in die richtige Richtung für mich gemacht habe, nämlich meinen eigenen Weg, desto besser ist es geworden und die Energie kam auch wieder. Also hatte ich gar keine andere Wahl, außer diesen Weg zu gehen. Ja, boah, geil, da habe ich gerade ein Déjà-vu. Also das ist ja, geht uns ja wahrscheinlich allen so, die irgendwann aus, ich sag mal, einem normalen Leben raus diffundieren und ein bisschen etwas special machen, wo man sich diese Fragen stellt, boah, kann ich das jetzt auf Instagram posten? Kann ich mir überhaupt eine Website machen? Was sagt denn der und der? Und man geht schon in Deckung vorm ersten Shitstorm. Ja, ja, spannend. Und wie hat dann dein Umfeld tatsächlich reagiert? Die fanden es alle gar nicht so toll. Meine Mama, falls sie das hier hört, Mama, ich liebe dich über alles, aber sie hat immer gesagt, du solltest vielleicht doch Lehrerin werden. In gewisser Art und Weise bin ich jetzt eine Art von Lehrerin. Sie hat in diesen Punkten immer gedacht, sie hatte einfach nur Angst um mich. Und die hat gedacht, oh Gott, lieber Beamtin werden, ja, Lehrerin. Und ich habe da wirklich rebelliert. Und mein Schritt sah dann einfach so aus, dass ich auch in diesem Prozess alleine sein wollte. Ich habe sehr schnell verstanden, dass wenn ich erfolgreich werden möchte, dann muss ich mir Menschen suchen, Mentoren suchen, die dort sind, wo ich hin möchte. Und dass es überhaupt nichts bringt, so sehr ich mein Umfeld liebe, mit denen darüber zu sprechen, was ich da gerade mache. Und das war ein sehr harter Prozess für die, weil die natürlich immer mehr Angst hatten, mich zu verlieren, weil ich so anders geworden bin auf einmal. Mhm. Auf einmal hat Sonja ihre Meinung gesagt, auf einmal macht Sonja ihr eigenes Ding, auf einmal geht die noch mehr Risiko ein. Ja. Mhm. Die hatten halt alle nur Angst, mich zu verlieren. Und der schönste Prozess war aber in diesem Moment, wo du so, ich habe da selber ja wirklich nie mit gerechnet, dass ich solche Zahlen habe, dass ich so erfolgreich bin, dass dieses Business so wächst. Aber dann diesen Erfolg wirklich zu haben und dann musst du nichts mehr sagen. Die Leute sehen einfach den Erfolg im Außen und dann wird es für die auch normal. Also jetzt folgen mir zum Beispiel Menschen, wie du das gesagt hast, wo ich am Anfang noch so gedacht hätte, oh Gott, was sagen die über mich? Ja. Mittlerweile ist das alles völlig normal für mich geworden. Ja, schön. Ja, das ist ja eine schöne, schöne Entwicklung. Auf jeden Fall. Das erinnert mich. Ich habe neulich den ersten Kommentar von jemandem gekriegt bei YouTube, wo ich niemals gedacht hätte, der guckt sich das überhaupt an, was ich da mache. Ja. Und das war echt ein großes Lob. Der hat einen Screenshot gemacht und mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ist mir das Herz aufgegangen. Ich gedacht, das gibt's ja nicht. Da hast du es fast schon geschafft. Ja, ich sage immer, ich biete ja eine Coaching-Ausbildung an zum Selbstverwirklichungscoach, wo Menschen wirklich ihre Lebenserfahrung mit anderen Menschen lernen zu teilen und das auf eine professionelle Art und Weise. Und ich sage denen auch immer, ich weiß, wenn ihr jetzt das erste Mal coacht oder das erste Mal irgendwas in der Öffentlichkeit macht, ihr habt Angst vor dem Feedback. Aber ich kann ja aus der Erfahrung sagen, dass 90% der Feedbacks positiv sein werden. Ja. Und ja, da wird jemand dabei sein, dem es nicht gefällt. Aber ist das ein guter Ratgeber für dich? Eben nicht die Leute, die da auf dich wirklich einprasseln mit negativen Kommentaren. Egal ob bei Facebook, Instagram oder YouTube. Die sind meistens anonym, die Menschen. Und die würden sowieso nie was bei dir buchen, nie was bei dir kaufen. Das sind meistens die notorischen Nörgler, die wirklich mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann wird es viel leichter, damit umzugehen. Ich sage niemandem, dass es das nicht gibt da draußen. Es gibt Gut und Böse und es gibt die Menschen, die werden es immer wieder versuchen. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Und deswegen sich klein zu machen und nicht seine Herzensmission hier auszuleben, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Und den habe ich jahrelang gemacht und der hat mich leider auch ins Burnout damals geführt. Ja, und dann freuen wir uns umso mehr, dass du das da rausgeschafft hast. Ja. Und jetzt hast du ja auch, also jeder entwickelt ja so seinen speziellen Weg und seine speziellen Methoden, wie er Menschen hilft. Was ist denn so dein Ansatz, um Menschen tatsächlich bei der Selbstverwirklichung zu helfen? Hast du da ein paar Anhaltspunkte oder Modelle?
Ja, mein Modell sind auf jeden Fall ähnlich wie in deiner Arbeit die vier Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstliebe. Da habe ich einfach gemerkt, das ist bei meinen Klienten oder auch bei mir, ist das das stabile Fundament. Das sind deine Wurzeln. Also wenn der Baum wirklich wachsen soll und jedem Sturm trotzen soll, dann sind diese Wurzeln der vier Säulen der Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig wichtig. Und ich helfe den Menschen eigentlich wieder, sich selbst zu spüren und zu spüren, was in ihnen los ist, was sie bewegt und das richtig einschätzen zu können. Eines meiner großen Steckenpferde ist, dass ich die Energie spüren kann. Ich habe schon als Kind immer sehr viel gespürt, konnte das aber nicht nutzen. Ich dachte, das wäre meine größte Schwäche. Mittlerweile ist es meine größte Stärke und eigentlich gebe ich das den Menschen auch mit auf den Weg, wirklich wieder ins Gefühl zu kommen, ins Herz zu kommen und danach handeln zu können. Das bedeutet, kannst du Energien spüren oder kannst du Stimmungen spüren? Ich kann wirklich Energien spüren. Das ist ja auch das, womit ich eigentlich so richtig bekannt geworden bin durch die, wir haben es im Vorgespräch, haben wir drüber gesprochen, die Mondenergien. Ich begleite viele Menschen durch diese Mondphasen und wie sie die für die persönliche Weiterentwicklung nutzen können. Denn das ist einfach ein jahrhundertaltes Wissen und bei mir geht es nicht um ein Horoskop, um eine Prognose oder sonst irgendwas, sondern den Menschen zu erklären, was hier gerade eigentlich gesellschaftlich los ist, was in denen los ist und wie sie das nutzen können für sich und sich eben nicht zum Opfer der Zustände machen können sollten. Ja, das ist ganz spannend, vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer schon mal. Ich habe der Sonja vorher gesagt, auch dass meine Freundin Claudia halt schon ein treuer Fan ist und eben auch viel macht mit solchen Mondphasen und sowas. Und wir daher kurz vorher jetzt gerade ein Gespräch drüber hatten. So, ach ja, die kenne ich. Genau. Ja, toll. Das ist, ich finde das immer faszinierend. Energien spüren, das ist, heißt das, du kannst auch in einem Menschen Energien spüren? Also Ja, was? also ich merke, was den so gerade bewegt, was dem sein Thema ist und dementsprechend löse ich zum Beispiel im Einzelcoaching oder so die Blockaden auf. Also eigentlich das, was ihn daran hindert, wirklich das zu bekommen, was er sich wünscht, egal ob das ein Gefühlszustand ist oder etwas im Außen, was er sich wirklich wünscht. Ja, boah, spannend. Das finde ich sehr spannend. Da würde ich ja fast mal am liebsten einen Termin buchen. Ja. Okay. Was ist, hast du aktuell auf deiner Website bietest du an Coaching, ne? Auch. Und Mentoring, meine ich, hätte ich gesehen. Ja, das ist in Form dieser Coaching-Ausbildung, die es jetzt seit 2019 gibt. Okay. Hättest du für die Menschen da draußen, die vielleicht ein bisschen mehr sich selbst verwirklichen wollen und aber nicht wissen, wie sie es machen, die vielleicht irgendwie feststecken, ja, hättest du da Ideen oder mal ein paar Tipps, wie die mehr in ihre Selbstverwirklichung kommen können? Ja, definitiv. Das ist auch zum Beispiel das erste Modul unserer Ausbildung. Ich lege bei der Ausbildung ganz viel Wert darauf, dass da auch ein Persönlichkeitscoaching und ein Business-Coaching neben dem reinen Wissen über die Coaching-Branche und wie Coaching funktioniert enthalten ist. Und das erste Modul, das nennt sich bei uns Fremde Wahrheiten. Das bedeutet, dass du zum ersten Mal lernst, was überhaupt zu dir gehört und was du einfach jemand anderem abgekauft hast. Weil wir funktionieren im Alter von 0 bis 8 Jahren wie so ein Kopierer, der alles dupliziert aus seinem Umfeld, also von Mama, von Papa, von allen anderen. Und das ist erstmal unsere Wahrheit. Und in dieser Wahrheit wachsen wir auf. Und als wäre das nicht genug, mit dem 8. Lebensjahr beginnt ja eigentlich gar keine Persönlichkeitsentwicklung, sondern genau das Gegenteil. Es kommt die Sozialisierung, Kindergarten, Schule, meinetwegen bis zur Ausbildung. Also Statistiken sagen auch, dass bis zum Alter von so Mitte 30 oder Anfang 30 testen wir uns meistens erstmal aus, weil wir aus diesem Hamsterrad der Ablenkung der fremden Wahrheiten gar nicht rauskommen. Und 95% der Probleme, der Herausforderungen, die du jetzt in deinem Leben hast, das sind nicht deine eigenen.
die hast du anderen Menschen abgekauft. Und das ist erstens ein mega befreiendes Gefühl, das zu wissen, dass es das gibt, dass wir so funktionieren wie ein Schwamm. Gerade bei sensiblen Persönlichkeiten ist es der Fall. Und zweitens, kannst du denn einfach nur noch ausselektieren. Du guckst also zum Beispiel, ich habe irgendwie einen negativen Glaubenssatz über Geld. Ich denke, man müsste für Geld hart arbeiten. Ja, Moment mal, das hat doch mein Vater immer gesagt. Ja, und schon merkst du, okay, das gehört ja gar nicht zu mir. Das habe ich einfach so gelernt. Ist dieser Glaubenssatz überhaupt wahr? Bringt er mich mein Ziel näher? Und wenn er dich nicht dein Ziel näher bringt, dann transformier ihn. Mach ihn zu was Positivem. Lern, wie du das wirklich unter Kontrolle bekommst, auch mit den Gedanken richtig umzugehen. Wie machst du das? Wie schaffst du das bei den Leuten, dass die ihre Glaubenssätze dann transformieren? Also meistens mache ich das mit sehr effektiven Methoden, die bis in das Jahr zurückgehen, wo sich dieser Glaubenssatz zum ersten Mal gebildet hat. Es ist so eine Art Mentalübung wirklich, wo ich aufs Unterbewusstsein zugreifen kann, damit wir das einmal transformieren. Aber es ist unterschiedlich. Ich arbeite mit den Menschen sehr unterschiedlich, je nachdem, was der Bedarf des Menschen ist. Es gibt Menschen, die können das auch sehr gut sofort lösen, indem die einfach nur das Bewusstsein haben. Denn im Prinzip geschieht die Heilung alleine durch das Bewusstsein. Also in dem Moment, wo etwas aufploppt und du sagst, ah ja, stimmt ja, ich erinnere mich daran, das macht Sinn für mich. In dem Moment ist dieser Heilungsprozess in dir eigentlich schon angestoßen worden und es wird etwas sich verändern. Was aber immer noch dazugehört, und deswegen bin ich Coach geworden und bin irgendwie nicht Geistheiler oder sonst irgendwas, ist dieses Momentum der Verhaltensänderung. Und da scheitern ja die meisten Menschen, weil die denken, okay, cool, jetzt habe ich mit irgendeiner Energiearbeit, habe ich den Glaubenssatz aufgelöst, so, und dann flacht es erstmal wieder ab, weil es halt darum geht, auch eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und die kann tatsächlich einige Zeit dauern und die erfordert Energie und wir müssen meistens mit unserem inneren Schweinehund diskutieren. Und deswegen bin ich auch Coach geworden, weil ich gerade diesen Prozess so spannend finde. Also nicht nur auf der feinstofflichen Ebene, auf der gedanklichen Ebene mit den Menschen zu arbeiten, sondern die auch wirklich bei der Umsetzung zu unterstützen. Ja, das ist das aktuell auftretende Problem, wo man merkt, okay, Wissen gibt es gerade ohne Ende. Es gibt ohne Ende Wissen, was Leute haben können auf YouTube, in Podcasts, alles umsonst. Aber es gibt erstens immer so eine fehlende Struktur, dass man so Abläufe hat und zweitens diese Begleitung. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Man kann alles wissen, wenn man es nicht umsetzen kann, bringt es kaum was. Ne? Das stimmt, ja. Okay, deine Ausbildung finde ich ganz spannend. Also da machst du du machst drei Sachen mit den Leuten. Du bildest sie aus dazu, dass sie Persönlichkeitscoach werden. Dass sie Business Coach werden. Nicht Business Coach, sondern dass sie das Wissen haben, was sie so in den ersten 2 Jahren für ihr Business brauchen. Ah, okay. Gut. Und dann das dritte ist das ganze Wissen drumherum. Genau, die wichtigsten Coaching-Tools derzeit, wie man Coaching-Gespräch führt und so weiter. Weil genau das, also da kann ich den Menschen auch einfach am meisten mit dienen, den maximalen Wert stiften, weil das ja mein Werdegang ist. Natürlich kann ich auch coachen im 1:1, aber da kommen nicht unbedingt immer Menschen zu mir, die jetzt ihre Seelenaufgabe leben wollen. Aber das, was ich natürlich am allerbesten mitgeben kann, ist dieser Weg von der Fremdbestimmung in die Freiheit hinein, über das zu machen, was du wirklich liebst und vor allem, wofür du auch hier bist. Und da habe ich halt einfach gemerkt, auch hier am Markt sind unheimlich viele auch super gute Coaching-Ausbildungen, aber wirklich die Leute mitzunehmen und denen zu sagen, okay, das Wissen kann dir helfen, aber wenn du da erstmal mit dem Glaubenssatz stehst, dass du das Geld nicht verdient hast oder so, dann bringt dir das Ganze nicht viel. Dann kommst und darum du nicht geht's weiter, in dieser Coaching-Ausbildung, genau. Ach, spannend. Okay. Ja. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Auch für mich privat. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück. Ja, gerne. Nämlich meine nächsten Fortbildungen gerade wieder fürs Jahr 2020. Was ist denn bei dir, liebe Sonja, so das Ding, was du denkst vielleicht, dass es Menschen am meisten davon abhält, überhaupt in diese Selbstverwirklichung zu kommen? Das finde ich immer ganz spannend, so wie andere Leute das sehen oder andere Experten das sehen. Was blockiert die Menschen, sich mit sich auseinanderzusetzen? Angst. Weil in dem Moment, wo du etwas für dich erreichen möchtest oder wo du dich mit dir verbinden musst, musst du dich erstmal lernen, selbst auszuhalten.
Und die größte Angst, die wir haben, ist das, was dann in dem Moment hochkommt, was in der Spiritualität auch gerne als Schattenthemen bezeichnet wird. Also ganz tiefen Schmerz zu empfinden, ganz tiefe Trauer zu empfinden, Einsamkeit. Und das kommt halt alles hoch, wenn du zum ersten Mal in der Stille bist. Deswegen finden die meisten auch Meditationsretreats so schrecklich, weil man in der ersten Zeit völlig überfordert ist mit dem, was sich zeigt. Und dafür bin ich aber auch da. Und da gibt es auch unheimlich viele YouTube-Videos von mir, wo ich die Menschen unterstütze, dass es einfach nur darum geht, dass du lernst, mit diesen Gefühlen umzugehen. Denn eine Emotion ist maximal 90 Sekunden in deinem Körper. Das kann man doch gerade so verkraften, egal ob es die tiefste Trauer ist oder was auch immer. Ja? Und die anderen, die positiven Gefühle, die kannst du lernen zu kultivieren. Das ist irgendwann wie so ein Ventil, was du einfach aufdrehst und du sagst ab dafür. Ja. Und das ist, was die meisten Menschen davon abhält, diese Angst vor der Tiefe. Ja, witzig ist, dass ich das von mir selber noch kenne, also von früher. So dieses sich nicht mit sich auseinandersetzen wollen, einfach weitermachen. Wir haben immer so das Bild von dem Fahrradfahrer, der nicht anhält, um zu gucken, ob er auf dem richtigen Weg ist, sondern der einfach permanent weitertritt. So. Ja, ich meine, unsere Gesellschaft steckt auch vor lauter Versuchungen und dieses Bewusstsein oder dieses Wissen darüber haben tatsächlich die meisten Menschen nicht, dass das ja alles sogenannte Ablenkungen sind, egal ob es Alkohol ist, ob es Zucker ist, ungesunde Ernährung, Junkfood, was auch immer. Das ist ja für die Menschen, für diese Gesellschaft so normal geworden, dass wir es gar nicht hinterfragen. Und ganz im Ernst, ich war da früher auch mittendrin. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, es wäre normal, feiern zu gehen. Ich dachte, Kristallzucker beispielsweise wäre normal, bis ich erstmal mein Bewusstsein dahingehend erweitert habe und achtsamer wurde mit mir selbst, was ich überhaupt konsumiere, was ich denn da den ganzen Tag so mache. Ja, das ist ganz spannend. Also es ist eigentlich, liegt es auf der Hand und ist total logisch, dass unser System das, was wir dem zuführen, ob es jetzt Nahrung ist oder Alkohol oder Information, gar nicht verarbeiten kann. Ne? Ja. Aber trotzdem stellen wir es nicht in Frage. Das ist faszinierend. Genau. Ja, mein geschätzter Kollege Tobi Beck, der sagt immer so gerne, ja, das, was du konsumierst, das kommt auch irgendwann aus dir raus, ja, in Form von Worten oder vielleicht auch einer gewissen Aggression, einer Wut auf andere Menschen. Und dem sollte man sich einfach bewusst sein. Und das hat viel mit Selbstliebe auch zu tun. Ja, total. Ja. Aber auch die Kontrolle übernehmen darüber, ne? Kontrolle übernehmen darüber, was lasse ich denn zu und wo grenze ich mich ab, wo sage ich nein. Ja. Ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Ich habe gesehen, du liebst Tiere, ne? Es gibt bei Instagram habe ich ein bisschen mal durchgescrollt, ne, und habe gesehen, du hast unfassbar viele Tierfotos. Wie kommt das? Bist du irgendwie so auch groß geworden? Oder ist das neu oder ist es schon immer? Ja, ich bin groß geworden mit einem Hund, der hat mich von meinem 3. bis 18. Lebensjahr begleitet und der Verlust dieses Tieres war sehr schlimm für mich. Von daher stand auf jeden Fall fest, dass ich wieder einen Hund haben werde. Mittlerweile sind es noch 2 Pferde und die Pferde sind meine persönlichen Coaches. Der Hund ist mein absoluter Ausgleich, meine Kraftquelle. Ich bin dadurch, wenn ich nicht gerade coache und arbeite, bin ich draußen in der Natur. Und da hat jeder Mensch so sein persönliches Tool. Für den einen ist es vielleicht Radfahren, für mich sind es die Tiere als Energiequelle, die schon immer eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt haben. Und ohne die Pferde wäre ich tatsächlich auch nicht da, wo ich jetzt bin, weil mit denen fing das überhaupt an, dass ich irgendwie mal wieder ins Gefühl gekommen bin, weil die Pferde dich ja anfangen zu spiegeln. Und wenn du dann weiter etwas mit Pferden machen möchtest, dann musst du halt tief in dich selbst hineinschauen. Und so hat mein Weg damals in 2011 eigentlich mit der Persönlichkeitsentwicklung oder wie man das heute kennt, Teamtraining mit Pferden begonnen. Ja, das habe ich gelesen. Spannend. Total spannend. Ich finde auch es gibt ja viele Menschen, die so diese innige Beziehung haben, gerade zu Pferden, ne? Also ich weiß gar nicht, ich habe das nie so gehabt. Ich bin mit meiner Tochter öfter mal reiten gegangen, dann habe ich mal versucht, so zu den Tieren irgendwie so eine Verbindung herzustellen. Bei mir hat das nicht geklappt. Aber das finde ich faszinierend bei Pferden. Du sagst, die spiegeln das eigene.
Ja, wenn ein Pferd zum Beispiel schreckhaft ist, dann kommt es meistens nicht aus der Geschichte des Pferdes, weil die sind im Grunde genommen nicht schreckhaft, weil die Pferde immer präsent sind und im Hier und Jetzt, dann übernehmen sie das vom Menschen. Also genau wie wir Menschen von anderen Menschen Emotionen übernehmen können, ist es bei den Pferden genauso. Ein Pferd spürt deine Unsicherheit, ein Pferd spürt deine Ängste. Deswegen bin ich eigentlich, wenn ich mit den Pferden arbeite, bin ich wie in einer Art Meditation und dadurch gibt mir das so viel. Boah, spannend. Habe ich wieder was zum Nachdenken? Muss ich mich weiter konzentrieren, um hier weiter Fragen zu stellen. Du sagst, die Pferde sind auch gleichzeitig deine zwei Coaches. Ja, die weisen mich natürlich sehr schnell darauf hin. Also auch ich bin ein Mensch, der natürlich Angst hat. Angst gehört zum Leben dazu. Auch ich bin manchmal in einem Umfeld, wo ich vielleicht viel aufgesaugt habe von anderen Menschen, was nicht meins ist. Und wenn ich dann zum Beispiel ja, sehr im Stress bin oder sehr im Verstand unterwegs bin, dann merke ich das an den Tieren einfach, ja, dass die dann anders reagieren als sonst, auch sehr schreckhaft sind. Und dann weiß ich, okay, es liegt an mir, ja, es ist wieder an der Zeit, mit mir zu arbeiten. Und ich lerne, bei den Pferden lernt man nie aus. Meine Mutter hat jetzt so gesagt, warum brauchst du denn nach, keine Ahnung, 12 Jahren oder so noch Reitunterricht, ja, weil Pferd ist so ein komplexes Wesen einfach, dass man da nie auslernt und das macht es so spannend. All das, was ich jetzt wieder über die Pferde lerne, kann ich schließlich auch im Coaching anwenden. Also es ist einfach nur super spannend. Ja, also ist das quasi sowas wie dein natürlicher Anker? Auf jeden Fall, ja. Die Natur und Tiere. Also ich bin auch sowieso Ja. viel draußen, aber da habe ich schon sehr früh gewusst, okay, das brauche ich einfach, um meine Akkus aufzuladen. Und wie gesagt, das ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich, was der da braucht. Aber das ist auch noch so ein Tipp an die Zuhörerinnen und Zuschauer hier, dass man wirklich guckt, okay, was brauche ich wirklich und sich das auch zu erlauben und nicht irgendwie zu sagen, weil, keine Ahnung, die beste Freundin kein Pferd hat und darauf verzichtet oder das Geld nicht hat, auch zu sagen, in so eine unausgesprochene Loyalität nennt man das, einzusteigen und zu sagen, ich verbiete Ja, mir das. ganz wichtig. Ja, das stimmt. Vor allem wirklich sich diese Entspannungszeiten zu gönnen und so stillzustehen, mal Stillstand, Ruhe zu lassen, ne? Ja, genau. Und ich finde ganz wichtig, was du gerade noch gesagt hast, nämlich du bist schon wirklich eine Top-Expertin, bist voll auf dem Weg nach oben gerade schon oder stehst relativ weit schon auf dem Weg nach oben. Und trotzdem hast du gesagt, dass auch du diese Phasen wieder hast, wo deine Entwicklung einfach sich weiterentwickelt und du gucken musst, dass du wieder hinterherkommst und aufpasst, wieder alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das finde Ja. ich ganz wertvoll für die Zuhörer und Zuschauer, dass das natürlich immer ein Prozess ist, der uns ewig begleitet, ne? Also Ja. auch Experten, Coaches, was weiß ich, auch die müssen permanent weiter ihr Leben lang an sich arbeiten. So ist es. Und da machen sich viele Menschen den Druck, dass die wirklich denken, es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird ja leider in unserer Szene auch manchmal so vorgelebt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich setze da mal so ein Ausrufezeichen. Gerade in meinen Instagram-Stories bin ich immer sehr präsent, wenn ich auch mal so darüber spreche, was gerade so für Themen einfach aktuell sind bei den Menschen. Und ich dann sage, hey, das berührt mich auch, das Thema. Und ich spüre das auch. Der Unterschied ist bei mir nur, dass ich Tools habe, wo ich weiß, das kann ich jetzt anwenden, damit es mir dann schnell wieder besser geht. Und das kann, die Wahrheit ist halt, das kann jeder Mensch lernen. Und dafür bin ich da, den Menschen das zu zeigen. Okay, es ist normal, es gibt, das ist unser Herzschlag ja im Grunde genommen. Ja, rauf, runter, rauf, runter. Und die Frage ist immer nur, wie lange verweilst du in dem Tal da unten? Und ich weiß es selber, weil ich ganz starke Depressionen hatte. Ich habe mich damit definiert. Ich kam aus diesem Ding nicht mehr raus, weil ich auch nicht die richtigen Tools dafür hatte. Und heutzutage ist es so, ja, dann bin ich halt mal kurz traurig und ich darf traurig sein und danach setze ich den Fokus aber wieder meistens auf die Freude oder auf was Schönes und schon ist das Ganze gegessen, die Sache. Und das kann man lernen. Ja, es ist das, was du sagtest, ne? 90 Sekunden, jede Emotion bleibt 90 Sekunden. Einmal ganz reingehen, ganz wahrnehmen Genau. und dann wieder raus, ne? Dann Ja. kann sie weg. Ja, toll. Jetzt hast du gerade noch was total Wertvolles gesagt. Das muss ich überlegen. Es ist mir dabei wieder aufgefallen. Doch, das mit dem Herzschlag, das fand ich ein tolles Bild. Rauf, Ja. rauf, runter, rauf, runter. Liebe Sonja, wenn du heute deinem 18-jährigen Ich nochmal was raten könntest, du könntest ihm einen Ratschlag mit auf den Weg geben, würdest zurückreisen durch die Zeit,
Was würdest du dir selber sagen? Vertraue deinem Bauchgefühl. Das war etwas, was ich früher immer nicht gemacht habe. Ich habe mich immer selbst übergangen zum Wohle auch aller Beteiligten. Ich war immer sehr harmoniebedürftig und das ist etwas, das ist so eine höhere Intelligenz in uns, die Intuition, das Bauchgefühl und letztendlich ist es nichts anderes als Selbstvertrauen, was mir damals als junges Mädchen einfach gefehlt hat, dass ich auch meinen eigenen Weg gehen konnte. Deswegen bin ich so lange in der Fremdbestimmung mitgeschwommen und das würde ich auf jeden Fall meinem 18-jährigen Ich sagen, vertraue der Energie, die du spürst, Energie lügt nicht und vertraue den Impulsen, die du bekommst. Geil, da haben wir was gemeinsam. Ja. Auch bei mir war diese Phase sehr, sehr extrem, bis es irgendwann nicht mehr ging, bis man irgendwann gemerkt hat, ich bin wie so ein in der Mitte von so mehreren Fäden und alle ziehen irgendwie an mir genau. rum und das musste so absprengen, musste ich das damals. Ja, toller Ratschlag. Liebe Sonja, wir gehen ein bisschen Richtung Ende des Interviews und zum Ende machen wir immer eine kleine Speed-Fragen-Runde. Das heißt, du wirst vollkommen unvorbereitet hier ins kalte Wasser geworfen und musst, ich glaube, es sind 9 Fragen. Circa 9 Fragen so schnell wie möglich beantworten. Okay. Bist du bereit dazu? Ja. Ja? Okay. Dein Lieblingszitat? Vertraue der Energie, Energie lügt nicht. Okay. Hund oder Katze? Hund. Wir wissen es schon. Welche Person hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert? Laura Seiler. Okay. Schoko oder Vanillepudding? Schokopudding. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, derzeit ist es das neue von Baha Yilmaz. Du wurdest in den Sternen geschrieben. Das habe ich noch nicht gelesen, aber es soll toll sein. Ja. Okay. Comedy oder Drama? Comedy. Comedy. Wenn du nur eine Sache mitnehmen könntest auf eine einsame Insel... Alle Menschen, die du liebst, sind schon da. Was wäre das? Ich glaube, dann würde ich meinen Hund noch mitnehmen. Ja, okay. Das ist witzig, das höre ich das zweite Mal jetzt in relativ kurzer Zeit. Demnächst baue ich Tiere mit ein in diese Frage. Ja. Was wäre es denn, wenn, was wäre denn das Zweite, wenn dein Hund und deine Pferde wären auch schon da? Ich glaube, dann würde ich Musik mitnehmen, weil ich liebe Musik. Ich war ja lange Sängerin. Ich würde irgendwas, wo ich Musik hören kann, wahrscheinlich mitnehmen. Oder Musik machen kann, Gitarre oder sowas. Okay. Sängerin warst du auch? Ja, ja. Ach was, das habe ich nicht gelesen. Schlecht recherchiert. okay, Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Gibt es einen typischen Tagesablauf bei dir und wie sieht der aus? Ja, den gibt es. Aufstehen, mit Kira eine Runde spazieren gehen, Pferde versorgen und dann ab 11 Uhr beginnt eigentlich meine Geschäftszeit sozusagen bis 18, 20 Uhr meistens. Zwischendurch immer nochmal die Pferde spazieren gehen und abends versuche ich wirklich entweder Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen nochmal oder runterzufahren. Ich habe manchmal so ein Abendsritual, dass ich noch was Inspirierendes lese oder gerne auch mal ein Mantra höre oder so. Irgendwas, was dich entspannt. Das ist mein Tagesablauf. Hm. Ja, da sind wir gerade gar nicht so drauf eingegangen. Ich weiß, dass Pferde sind ja eigentlich schon eine halbe Lebensaufgabe, ne? Also wenn man die so versorgen will. Ja, die stehen hier bei uns auf dem Anwesen direkt. Also die sind in meiner Obhut und ich kümmere mich auch selbst um alles. Aber für mich gibt es nichts Erfüllenderes. Ne? Dadurch habe ich auch immer eine Aufgabe, habe da Verantwortung und ich finde das einfach wunderschön, dass die bei mir zu Hause sind. Ja, und das ist natürlich sehr zeitintensiv, aber das, was sie mir zurückgeben, ist in Geld unbezahlbar. Okay, dann ist das quasi dein Morgenritual. Ja. Da Hund, bin ich schon auf dem Bein morgens. Hund und Pferde. Okay. Liebe Sonja, wenn die Menschen da draußen jetzt sagen, boah, das hat mich inspiriert, das fand ich toll, ich möchte jetzt auch überlegen, ob ich nicht den Weg gehe, mehr in Richtung Selbstverwirklichung. Wo können die Menschen da draußen dich am besten finden?
Am besten bei Instagram unter Sonja-Koplin, weil da bin ich super aktiv, teile auch ganz viel immer in meiner Story und es gibt immer einmal in der Woche den Fragensticker, da kann man mir kostenlos quasi, kann man sich coachen lassen von mir. Ich gebe da Coaching-Tipps. Ansonsten unter www.sonjakoplin.com, da erfährt man auch mehr über meine Ausbildung und natürlich auch bei Facebook unter Sonja Koplin Coaching. Okay, cool. Ja, Instagram und Website können wir ja mal hier drunter einfach irgendwie verlinken. Sehr gerne, ja. Schreiben wir rein. Alles klar, sehr cool. So, liebe Sonja, dann ist es noch so, im Rise Up Podcast machen wir es so, dass der Interviewgast als letztes nochmal seine Message raustragen darf. Du erhältst quasi das letzte Wort hier. Und während ich hier jetzt noch ein bisschen quatsche, kannst du dir überlegen, was du sagst. Aber du kannst deine Message hier nochmal an alle raushauen. Ich danke dir schon mal ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier teilgenommen hast. Fand ich super. Ich hoffe, wir bleiben irgendwie in Kontakt und hören uns nochmal. Und dann würde ich sagen, the stage is yours. Hau was raus. Ja, meine Message an die Leute ist da draußen, dass du immer für deine Träume losgehen solltest, egal wie groß die Angst ist, weil es sich einfach lohnt, was da auf der anderen Seite der Angst auf dich wartet. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch sehr, dass ich hier Gast sein durfte, hoffe, dass ich viele Menschen erreichen kann mit meiner Message und wünsche auch dir für dein Herzensprojekt noch alles erdenklich Gute, lieber Steffen. Danke dir.